Beim Nico könnte man einmal am Sägewerk fahren. Könnte man eigentlich auch machen. Wie dann da reinfährt. Aber trotzdem. Wo sollen die hin? Balken. Sachen. Bauholz. Bin mir gerade nicht sicher, wo das hin soll. Aber wir werden jetzt erstmal Gleise verlegen. Und ich glaube, wir fangen erstmal hier an, wenn ich hier eine Gerade habe. Da gehen wir erstmal ins Baumenü. Die. Werden einen Bahndamm machen und zwar konstant. Wenn wir hier ungefähr die Mitte suchen, wo es weiß wäre. Sieht richtig aus. So, und meine Empfehlung ist, kleines Stück bauen, geradeaus. Na. Dann Alt drücken. Wenn man Alt drückt, dann ist es wie gelockt von dem, was jetzt gerade links oben steht. Also jetzt zum Beispiel immer gerade. Und mit 0% Steigung. Und wenn man dann eben höher oder tiefer gehen will, passt man sich das dann an. Das ist quasi immer perfekt. Jetzt sind wir hier schön auf dem Bodenlevel. Ich würde sagen, bis hier hin und jetzt machen wir eine Kurve. Wieso, das ist jetzt ein optisches Ding. Jetzt so flach ist, ist jetzt blöd, ne? Vielleicht sollte man es doch ein bisschen höher machen. Andererseits, wie habe ich es jetzt hinten gemacht? Mal gucken. Zur Eisenmine, okay. Okay, da bin ich eigentlich auch auf dem Boden. Ich glaube, hier können wir uns das Gleisbett fast sparen, ne? Mach's erstmal ohne. Sagen wir erstmal Schiene. Gleis. Hier andocken. Dann das erste Stück versuchen, weitestgehend gerade zu machen. Dann wieder Alt drücken, damit er nicht hin und her geht. Dann verlegen wir erstmal hier nach vorne. Sieht das richtig aus? Naja, Kleinknick. So, und jetzt machen wir eine Kurve. Wo ist der Anfang? Hier. Das heißt, wir werden jetzt mal so 10% machen. Machen wir 15. Auch mir so ein kleines Stück. Wieder so ein kleines Stück. Und dann so in die Kurve. Weil ich glaube 15% könnte so ein bisschen sportlich werden hier. Und so kriegt man dann saubere Kurven hin. Ab und zu tut das Gleis ein bisschen glitschen, muss man einfach aufpassen und halt nochmal neu machen. Na komm. Sieht bis jetzt noch gar nicht falsch aus. Deine Empfehlung, 11%. Grad, Entschuldigung. Habe ich schon gemacht. Ach, jetzt bin ich schon wieder aus dem Spiel draußen. So. Dann 22, okay. Das ist mir jetzt hier viel zu weit hinten. Das machen wir dann neu. Wie gut, dass man hier einfach abreißen kann. So. Andererseits, ich überlege gerade, wir könnten eigentlich hier die Gerade raus machen. Dann machen wir hier eine Drehscheibe und davor machen wir eine Weiche hin. Man dann hier rüber kann. Ich glaube, das machen wir. Also wir fahren jetzt hier erstmal ein Stück gerade. Die Weiche könnte man eigentlich. Die könnte man eigentlich schon mal hier platzieren. Die haben wir hier auf Schienen. Weiche links. Auch früher. Fängt ein bisschen weit hinten an. Sie noch früher abreißen. Machen wir sie mal ab da.
Ja, ich denke, das ist okay so. Ist hier grad. Gut, dann werden wir hier mal abreißen. Ob der Baumeister hier. So. Warte mal, dass man diesen Locknickbett am Anfang schon machen kann. Ah, lock dich. Und machen. Hier dann so. Die Drehscheibe. Ich würde sagen, nehmen wir mal die da. Das ist jetzt aber ein bisschen traurig hier. Dachte, da ist der Boden weg und so. Zitiert die jetzt so? Was soll ich denn machen? F-Maus. Ja, Tatsache. Die dreht sich. Das sieht aber scheiße aus so. Da kann ich ja sonst nichts machen, ne? Bisschen aufgleisen, Schienen. Nö. Okay, da müssen sie was machen. Aber schieben wir sie mal wieder richtig hin. Eine Einrastfunktion wäre auch noch geil. Ansonsten glaube ich jetzt hier voll zum Entgleisen. Gut, dann hätten wir mal das. Und jetzt hier nach drüben. Machen wir das mal zuerst mit 11 Grad. Das mal hier so ein Stück Grad. So, dann ist er gelockt. 11 am Anfang. Also, aber in die andere Richtung. Na komm, raus jetzt. Dann volle 22. Na komm. Aus! Manchmal will das einfach nicht bauen. Aus. Es sieht gar nicht so falsch aus, aber das Stück davon gefällt mir jetzt nicht. Na, okay. Lassen wir das mal so. Bin wir ja bald drüben. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man mit der Lok gegen einen Baum fährt. Das habe ich schon leider ausprobiert. Ich glaube, das könnte sogar echt ideal passen. Das passt doch nicht ganz. Aber halbwegs schöne Kurve. Wir werden jetzt erstmal hier wieder abholzen. Dass ich die Bäume jetzt nicht verkaufen kann. Ah, jetzt bin ich schon wieder aus dem Spiel draußen. Das ist nervig. So. Also mal kurz lang gehen hier.
Ja, zu schnell will ich jetzt hier nicht durchfahren. Aber... ich glaube, man kann es gelten lassen. Da kommen wir doch nie im Leben hier ran. Gerade wenn ich mich mal hier hinstelle, sieht es jetzt schlecht. Ich glaube, ich werde mal von hier aus gerade nach vorn fahren. Einfach nur mal zu gucken. Komm, lock dich mal hier wieder. Oh, jetzt kommt ein Bauschutt. Dann wäre es ungefähr hier. Wenn wir dann da steil reingehen. Ich spiele mal was. Ah, okay. Ich würde empfehlen, nicht direkt auf den Boden zu bauen, weil es auch gleich zu den Gleisen kommt. Ja, ich würde normalerweise schon mit so einem Gleisbett bauen, aber jetzt ist hier so flach. Ich denke, hier kann ich es noch machen. Und Lok gegen Baum, Lok fliegt oder Lok gegen Gleis. So. Ah, das aus dem Spiel raus tappen ist nervig. Wird so nix. Und macht's die Kurve immer fertig. Ah, Mann. Gibt's eine unschöne Kurve. So, hier nochmal ein Stück Grad. Mit 25, also jetzt erstmal kurz 11. Machen wir das mal halten. Falsches 11. Komm, Pause jetzt. Gehen wir bei 28. Bin ich, warum man manchmal einfach nicht bauen will. Jetzt kommen wir so langsam hin, aber jetzt muss das Gleis da weichen. Es wird jetzt unschön hier. Jetzt mache ich genau das, was ich gesagt habe, was man nicht machen soll. Jetzt muss ich nicht mehr aufhören. So letztes. Ah, jetzt hat er ein Geistergleis gebaut. Jetzt kann ich das wieder abreißen hier. So. Nur mehr locken. Falsches 11, 28. Wirkt jetzt aber nicht wie 28. Ist das so weit weg? Ah. Das ist das Beschissene an dem Gleisbauen. Machen wir es wieder anders. Ich glaube, das gehört zum Spiel dazu, dass man die Sachen einfach mehrmals neu macht. Deswegen dauert es immer so ewig, dass man hier die Strecken fertig hat. So, aber das lasse ich mir erstmal als Referenz.
Und dann gehen wir vielleicht ab da schon mit 28 rein. Nico, jede Strecke gefühlt zehnmal gebaut. So. Ich würde sagen, ab hier so. Machen wir so. Ab jedes Mal aus dem Spiel raus. So. Kurzes Stück gerade. Ach, jetzt wird jetzt gleich. Komm, mach's weg. So. Darf's echt nicht zu kurz bauen. So, wieder locken. Und jetzt gehen wir gerade voll mit die 28 rein. Bergstrecke wird witzig, die Brücken haben eine Höhenbegrenzung. Oh. Oh ja. Ich glaube, so eine Art Autocomplete-Funktion wäre geil. Dass du irgendwie, wenn du so kurz vom Ziel bist, und du so ein Teilstück gebaut hast, dass du irgendwie sagst Autocomplete und der macht's für dich. Oder wie so Kurventemplates, das du irgendwie hinlegen könntest. Machen wir hier 30. Bin mir jetzt gar nicht sicher, wie nah wir an dem Teil da ran müssen. Machen wir da so eine Art S-Kurve. Wenn es gar nicht anders geht. Ah, oh, schon wieder aus dem Spiel draußen. Ja, wir machen da jetzt mal so eine Art S-Kurve. Ich jetzt nicht nochmal bauen hier. So, dann fahren wir hier mal. Ich versuche. Locken. Das Schöne ist was anderes. So. Und Kurve. Hier wieder. So. Und gerade. Södele. Gehen wir es gerade mal gerade durch, wenn wir schon mal dabei sind. Wow, endlich. Hat nur eine halbe Ewigkeit gedauert. Gut, das da hinten werde ich vermutlich irgendwann mal schön machen. Aber jetzt kommen wir hier zumindest mal ran. Wollen wir mit dem jetzt erstmal nichts anfangen können. Wasserturm wäre jetzt noch nicht schlecht und aber so ein Holzlager für die Lok. Ich glaube, den Wasserturm werde ich da bei der Drehscheibe hin platzieren. So, Betriebsgebäude, Wasserturm. So, und da geht es jetzt auch den richtigen Abstand irgendwie zu finden. Denkt mal, ich mach's so. Kommt das hin? Mal kurz runterlassen. Oh, schiebt ja wieder das Spiel hier. Komm, geh mal runter hier. Das ist so nervig, dass man aus dem Spiel rausklicken kann. So, wo kommst du jetzt?
sieht jetzt mal nicht so falsch aus. Ich glaube, das kann man so lassen. So, wieder nach oben mit dir. Das Brett an der ersten Schiene des Gleises. Das ist genau in der Mitte. Erste Schiene des Gleises. Also das Brett. Da lang, da drunter. So war jetzt in der Mitte. Oder meinst du jetzt einfach hier bündig dran? Bei den Schwellen. Okay, machen wir es mal. Betriebsgebäude, Wasserturm. Da ist er drunter. Ja, ist jetzt nicht ganz drunter. Okay, probieren wir das mal aus. Wenn wir das hier gerade mal richtig stellen. Von der anderen Seite. Ja, ich muss dann echt den Vollbild wieder einstellen. Ich habe jetzt den Fenstermodus. Aber das aus dem Spiel raus tappen, rausklicken, nervt. Wir haben noch Druck. Aber wir haben. Naja, wir sind voll mit dem Wasser. Können wir es jetzt gar nicht machen. Okay. Gut. Ich würde sagen. Hier machen wir noch ein Ausweichgleis hin. Am besten hier so eine Weiche. Jo. Ich würde sagen. Ohne dass ich dich jetzt weg tue. Ach, Gott sei Dank. Einmal weg. Das schon reicht. Reicht hier links. Oh, ich glaube. Ah, du legst auf. Gut. Dann machen wir hier nochmal ein bisschen mehr weg. Weiche links. Okay. Das ist nicht okay. Shit. Ich mache erstmal das hier. So. Schauen wir, dass wir halbwegs gerade sind. Wieder einloggen mit Alt. Und dann machen wir mal so. Gerade. Komm, Pause. Sieben ungefähr. Den Null. Nein. Doch nicht. So. Okay. Naja. Und dann sieht eigentlich auch wieder scheiße aus. Nö. Ich glaube, das machen wir jetzt mal anständig. Oh, das raustappen, ey. So, ah, ich sehe gerade, bei euch hat sich das Bild verschoben. Ist natürlich super. Oder? So, hier sind wir gerade. Das muss ja möglich sein. Na, wir machen das von Anfang an. Ich glaube auch da. So. So, Alt. Da. Ah, oh, nee, warum zeigt er mir jetzt?
zeigt er mir jetzt die Grad nicht mehr an. Ist ja dämlich. Nein, das ist nicht gerade. So ungefähr. Wenn wir jetzt mal so schauen. Gerade. So. Hin, so. Oh, was ist denn das jetzt hier? Ich glaube, das ist halbwegs gerade. Ein bisschen nachjustieren. Naja, besser als vorher. So, dann hier irgendwie wieder rein. Oh, das ist... naja. Schade. Ja, so eine Funktion zum Bahnwende wäre auch noch ganz geil. Ich komme auch nicht auf deren Discord-Server. Also wenn ich da auf Link gehe, dann heißt es einfach Einladung, kann nicht angenommen werden. Dich hätte ich gern anders gestellt. Gut. Ich auch. Zurück. Okay, liebe Leute, ich mache mal eine ganz kleine Pause und währenddessen gibt es mal ein paar Trainspotting-Videos für euch und dann komme ich gleich wieder. Und wenn ihr irgendwas Bestimmtes sehen wollt oder irgendwas Bestimmtes tun soll, dann einfach rein in den Live-Chat. Also, bis gleich. Und währenddessen werde ich hier mal Vollbilder bestellen. Dann hoffe ich, passiert das mit dem Rausklicken nicht mehr. Bis gleich.